Die 12. Auflage des Arlberg Giro hat wieder alles geboten, was sich Radsportler und Radsportlerinnen so wünschen. Zum einen der spannende Kampf an der Spitze um den Erfolg und zum anderen die Freude über die persönliche Leistung zu finishen. Nach 150 Kilometern und 2500 Höhenmetern holte sich der Schweizer Fadri Barendun den Erfolg bei den Herren. Die Deutsche Julia Schallau konnte ihren Titel von 2022 bei diesem anspruchsvollen Rennen am Arlberg verteidigen. Nach mehreren Jahren wurde das Arlberg-Giro-Wochenende wieder mit dem traditionellen Radkriterium am frühen Samstagabend gestartet. Zur abendlichen Unterhaltung gab es von den 18 Damen und 30 Herren bei fast Dauerregen eine perfekte Show. Den Sieg holten sich Österreichs U23-Staatsmeisterin Leila Gschwendtner und Team Vorarlberg-Fahrer Moran Vermeulen. Wenige Stunden später hieß es dann sehr früh aufstehen, denn bereits um 5 Uhr früh starteten 1200 ambitionierte Rennradfahrer und Fahrerinnen in die diesjährige Auflage des Arlberg Giro. Von St. Anton am Arlberg über den Arlberg Pass Richtung Bludenz, dann durch das gesamte Montafon auf die Bieler Höhe und durch das Bad Znauntal zurück ins Ziel nach St. Anton. Zunächst lieferte der deutsche Anton Schiffer eine eindrucksvolle Performance ab und war sowohl beim Anstieg auf die Bieler Höhe wie auch lange danach bis kurz vor dem Ziel eine Klasse für sich. Hinter ihm harmonierten und duellierten sich die zwei Skibergsteiger Paul Werbenjak und Daniel Ganal mit zwei bekannten Radmarathon-Spezialisten. Jack Burke, Sieger des Ötztaler Radmarathon von 2022, und Stefan Kirchmeier, Radmarathon-Europa- und Weltmeister. Zwischen Schiffer und den vier war auch noch der Schweizer Fadri Barendun, den zunächst keiner auf der Rechnung hatte. Im Bad Znauntal schloss er sich dann der Vierergruppe an, und so gelang es auch, dass man wenige Kilometer vor dem Ziel Anton Schiffer wieder einholte. Auf dem Radweg Richtung St. Anton schien eine Vorentscheidung zu fallen, denn Kirchmeier kam auf einer nassen Holzbrücke zu Sturz und Barendun, Werbenjak und Ganal setzten sich ab. Doch die drei wollten so nicht das Rennen entscheiden und warteten, bis Kirchmeier wieder rankam. Am Schluss wurde der diesjährige Arlberg Giro bei den Herren im Sprint entschieden. Und siehe da, weder der Weltmeister noch der Sieger des Ötztalers hatten das Rad vorne, sondern es war der Schweizer Fadri Barendun, der über seinen Erfolg jubeln konnte. Knapp dahinter auf Rang 2 Stefan Kirchmeier und Paul Werbenjak holte sich Rang 3. Nicht ganz so spannend, dafür aber umso eindrucksvoller der Erfolg bei den Damen. Die deutsche Julia Schallau war nur 26 Minuten langsamer wie der Herrensieger und fixierte nach dem Vorjahr zum zweiten Mal hintereinander den Erfolg beim Arlberg Giro. Auf den Plätzen folgten die Tirolerin Daniela Traxl-Pintarelli sowie Valerie Moser, ebenfalls aus Deutschland. Was den Arlberg Giro immer wieder ganz besonders macht, sind aber die 1200 weiteren Sieger und Siegerinnen. Denn die meisten fahren um eine persönliche Bestzeit. Die einen etwas schneller, die anderen ein bisschen langsamer. Egal wie, wer am Ende ins Ziel in St. Anton am Arlberg fährt, wird zu Recht gefeiert wie ein großer Sieger.